Liebe Mitstreiterinnen, liebe Christina Hähnel, heute stehen wir hier zusammen, solidarisch hinter dir, hinter Ihnen, mit dem allergrößten Respekt für den Mut und um den Rücken zu stärken für die Verhandlung, die jetzt gleich vor Ihnen liegt. Heute geht es hier in Gießen, aber auch um das gemeinsame Einstehen zentraler Errungenschaften der Frauenbewegung. Denn das Recht von Frauen auf einen Schwangerschaftsabbruch und die Straffreiheit von Ärztinnen, all dies wird immer mehr und immer massiver in Frage gestellt. Und es wird immer mehr angegriffen. Wir alle stehen hier für das Grundrecht von Frauen auf Autonomie. Für uns ist klar, der Schutz der sexuellen Selbstbestimmung muss ohne Wenn und Aber gelten. Alle Frauen, alle Menschen müssen das Recht und die Möglichkeit haben, über ihren Körper selbst zu bestimmen. My Body, My Choice, diese feministische Forderung gilt. Erfüllt ist sie immer noch mitnichten. Und ich kann ganz ehrlich sagen, ich hätte mir wirklich nicht vorstellen können vor ein paar Jahren, dass wir diesen Rollback in puncto Frauenrechte jemals erleben werden. Wir haben uns leider alle getäuscht. Die steigende Zahl der Anzeigen gegen Schwangerschaftsberatung und gegen Abtreibung zeigt, die Rechten rücken auf. Besorgniserregend ist der Schulterschluss von christlich fundamentalen Abtreibungsgegnerinnen mit rechtsextremen Strömungen. Diese Bewegungen haben tatsächlich und stärken immer wieder das patriarchale Weltbild und die tradierten Rollen für Frauen. Und es geht immer wieder um das Thema, dass Frauen im Prinzip fürs Kinderkriegen da sind. Das Wahlprogramm der AfD muss als Frontalangriff auf die Selbstbestimmung von Frauen verstanden werden. Und ich sage, als Feministin und ich sage auch als Grüne, jetzt erst recht. Frauen brauchen bei einer ungewollten Schwangerschaft Zuspruch und Unterstützung, keine Bevormundung, keine moralische Verurteilung und keine Bedrohung durch das Strafrecht. Schwangere brauchen offene Türen, offene Ohren, wortnahe Hilfen und Informationen. Und zwar von Ärztinnen, die die Versorgung ihrer Patientinnen vornehmen und bestmöglich gewährleisten können. Bestrafung und Druck auf Frauen haben zu keiner Zeit geholfen, Abbrüche von Schwangerschaft zu verhindern. Frauen müssen sich frei entscheiden können. Das Gesetz erlaubt straffreie Abbrüche und Ärztinnen müssen darauf hinweisen können. Und dem steht der Paragraph 219a entgegen. Wir brauchen jetzt Klarheit in der Gesetzgebung, jetzt erst recht. Es ist unsere Aufgabe, die aller Parteien im Bundestag, wie Conny Möhring gerade schon gesagt hat, für diese Klarheit jetzt zu sorgen. Und der Gesetzentwurf der Linken ist ein guter Anfang, ein guter Auftakt für eine fraktionsübergreifende Initiative, für die ich mich auch im Namen der Bundestagsfraktion der Grünen einsetzen werde. Wir setzen heute und hier ein deutliches Zeichen für sexuelle Selbstbestimmung von Frauen. Dem sollte auch ein Zeichen im Bundestag folgen. Mit dem Motto Frauen bildet Banden, habe ich die Hoffnung, dass uns das gemeinsam gelingen kann. Ja. Beim Sexualstrafrecht, nein heißt nein, da kann ich nur sagen, da haben es die Frauen auch hinbekommen. Danke Christina Hähnel, danke allen hier.